Hallo, servus liebe Leute und herzlich willkommen in unserem nächsten Videoformat. Wir sind in Niederösterreich bei Rizab Genius, einem großartigen Event. War wirklich sehr, sehr cool hier. Super Location Schloss Thalheim hier in Niederösterreich und mit uns ist einer der Gewinner in der Kategorie Geniale Startups, nämlich Nextbox und mit uns zwei von vier Co-Foundern, nämlich Christoph Rösner. Hallo Christoph, servus. Hallo, servus, danke schön fürs Interview. Danke fürs Kommen und Paul Bruckberger. Paul, servus. Hallo, danke auch für mich für die Zeit. Sehr gerne. Was macht ihr? Was macht euch so special? Genau. Wir mit der Nextbox, vielleicht Christoph kann es kurz herzeigen, eine Plug-and-Use-Lösung entwickelt, um Produktionsmaschinen im Mittelstand zu digitalisieren. Produktionsmaschinen im Mittelstand zu digitalisieren. Können wir das ein bisschen herunterbrechen? Wieso, warum, was macht ihr genau? Genau. Also mit unserer Erfassungseinheit erfassen wir produktionsbezogene Daten, das heißt das Management, aber auch die Mitarbeiter an der Produktion, in der Produktion, sehen in Echtzeit ihre Produktivität, ihren Kostenverbrauch und Energieverbrauch. Das heißt, sie wissen ganz genau, okay, wo habe ich meine Zeit verloren und wo muss ich optimieren, um meine Produktivität zu steigern. Wo liegen da die Potenziale? Welche Lösungen, also welche Probleme löst ihr, die noch nicht gelöst waren? Also was jetzt ein großes Problem ist bei den ganzen KMUs, sie sehen nicht, was passiert aktuell in ihrer Produktion. Wenn jetzt eine Maschine stehen bleibt, sie kommen erst eine Stunde später drauf, dass sie gestanden ist und vor allem sie wissen nicht, warum ist die Maschine gestanden. Und das sagen wir den KMUs, den Managern und den Mitarbeitern in Echtzeit. Das heißt, die Maschine steht, in dem Moment sehen sie in Echtzeit, die Maschine steht und warum steht die Maschine. Und das ist natürlich ein riesiges Potenzial zur Produktivitätssteigerung, Kostensenkung und generell, ja. Ihr generiert diese Daten bei der Maschine? Also die Daten, wir greifen diese Daten von der Maschine ab. Also wir hängen uns an die Maschine drauf und sehen dann, produziert die Maschine gerade, läuft die Maschine, steht die Maschine, warum steht die Maschine, was fallen für Kosten gerade an, wirklich pro Stück. Und diese Daten greifen wir von der Maschine ab und zeigen wir dann in einem Dashboard fürs Management oder für die Mitarbeiter an. Vielleicht wichtig ist noch hinzuzufügen, eine Produktion ist ja heutzutage, es gibt 20, 30 Jahre alte Maschinen und ein Jahr alte Maschinen und hier einen Standard zu schaffen ist extrem wichtig, damit man wirklich übergreifend sieht, welche Maschine performt wie gut, um hier wirklich ein Benchmarking zu machen, um dann in Summe zu optimieren. Das ist vielleicht auch wichtig hinzuzufügen. Was wäre so eine klassische, typische Maschine? Was ist so ein klassischer Kunde von euch? Welche Zielgruppe spricht ihr da an? Genau, also im Mittelstand, das sind jetzt 20 Mitarbeiter bis, sagen wir mal, ungefähr 250 Mitarbeiter. Maschinen zwischen 4 bis 5 bis 50 Maschinen. Und das können jetzt wirklich sein Abfüllmaschinen, das können in der Elektronikindustrie Maschinen sein, Plastikherstellung, CNC-Fräsen, Holz, Metall. Wir sind da ziemlich flexibel aufgestellt und ich glaube, das ist auch extrem wichtig. Die Digitalisierung des Mittelstandes ist natürlich ein Riesenthema. Sie haben nicht die Ressourcen eines Corporates, eine große Abteilung aufzubauen oder Teams aufzubauen und sich damit zu beschäftigen. Ist das sozusagen der spezifische Hintergrund eures Produkts, hier Hilfe zu schaffen? Genau, also die große Problematik bei den KMUs ist normalerweise, dass sie sich solche Lösungen, so extrem teure, komplexe Lösungen nicht leisten können. Und unsere Lösung ist wirklich kosteneffizient, eine Plug-and-Use-Lösung, das heißt, es ist kein großer Installationsaufwand nötig. Und es ist kein großes Know-how bei der KMU nötig. Also sie kann diese Box wirklich nehmen, anschließen, die Software installieren und das Ding läuft und es geht schon los mit dem. Was ist so besonders an dieser Box? Also welche Technologie steckt da dahinter? Wie seid ihr drauf gekommen? Also ich würde sagen, die Box selber, das wird mir oft verwechselt, die Hardware selber, da ist nicht unser Know-how dahinter, sondern in der Software. Das Gute ist auch, wir sind in der Hardware sehr flexibel. Das heißt, wir können andere Hardware Teile auch einsetzen. Unser Know-how liegt wirklich dann in den Datenverarbeitungen und hier wirklich einen Mehrwert zu schaffen. Das heißt nicht nur einfach aufzeigen, okay, ich produziere nicht, ich habe den Stromverbrauch XY, sondern wirklich eine wirklich intensive und sehr genaue Datenauswertung, um hier wirklich ins Detail zu gehen, weil hier im Detail steckt der Hund, das wissen wir alle, sage ich mal, und hier eine Prozessoptimierung zu machen, das ist extrem wichtig. Das ist extrem wichtig. Es sagen uns viele Startups, die sich mit der künstlichen Intelligenz beschäftigen, dass es genau um das geht, um die Auswertungen bei der Maschine und auch Nutzung und Analyse dieser Daten. Ist da sozusagen die Schnittstelle zu dem, was Sie dann können, oder habt ihr auch künstliche Intelligenz in Anwendung, die nächste Stufe dann übernehmen kann, daraus Produkte entwickeln kann und Optimierungen schafft? Ja, also wir arbeiten natürlich auch an Predictive Maintenance, haben wir schon kleine Lösungen im Feld draußen. Aber ich sage mal, unser Fokus liegt woanders und es gibt sicher Spezialisten, die bei künstlicher Intelligenz viel besser sind. Das ist okay für uns, wir haben einen anderen Fokus, das ist wirklich diese Digitalisierung, die Datenbeschaffung und das ist wirklich das Kernproblem, was wir lösen wollen. Damit wir abschließend die Buzzwords komplett und perfekt haben, auf eurem Rollup steht auch Blockchain drauf. Welche Rolle spielt jetzt Blockchain bei diesem Produkt? Ja genau, also die Blockchain im Endeffekt, wir sammeln jetzt mal Daten fürs Management.
Aber die Daten sind im Endeffekt ja nicht nur für die KMU oder fürs Management interessant, sondern auch für dritte Parteien, wie zum Beispiel Banken, Versicherungen oder auch für einen Kunden. Der Kunde möchte zum Beispiel wissen, ist das Produkt, das er in der Hand hält, entspricht das den Qualitätsstandards oder nicht. Und mit der Blockchain-Technologie können diese Daten in Echtzeit geteilt werden und der Kunde kann zum Beispiel sofort darauf zugreifen und sehen, okay, meine Cola-Flasche ist mit dem Qualitätsstandard produziert worden und ich kann sie ohne Bedenken trinken. Vielleicht wichtig ist auch noch hinzuzufügen, es gibt immer wieder so Probleme, wo ein Metallstück zum Beispiel in die Lebensmittelindustrie reinfällt, in die Verarbeitung. Und hier ist es einfach so wichtig, okay, ich kann genau wissen, welche Charge ist hier betroffen. Und die kann ich genau gezielt zurückholen. Ich muss nicht eine Massenrückholaktion holen, sondern ich weiß ganz genau, okay, dieses Produkt produziert vom Tag A bis B, das muss ich zurückholen. Und C, D, Y ist egal, ja, das kann ich draußen bleiben. Und das ist auch extrem wichtig. Das, glaube ich, bringt auch einen wirklichen Benefit für den Endkunden. Großartig. Jungs, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. 6.000 Euro heute gewonnen. Ja, danke für die Insights und bis bald. Danke, vielen Dank. Danke auch von meiner Seite, ja. Super. Danke. Danke. Ciao. Super.